Hallo Freunde, hallo, hallo Freunde, bald ist Halloween. Magst du Halloween? Ich mag Halloween. Und guckt mal, Freunde, ich habe alle meine Halloween-Buchstaben in meinem Klassenzimmer aufgehängt. Klassenzimmer geflogen und hat alle meine Halloween-Buchstaben mitgenommen. Oh nein! Wie kriege ich die jetzt nur wieder zurück? Oh! Aber guckt mal da! Was ist das? Das ist eine Karte. Die Karte hilft uns, die Buchstaben wiederzufinden. Guckt mal, da sind verschiedene Stationen und in jeder Station können wir die Buchstaben finden. Möchtet ihr mit mir zusammen auf die Buchstabenjagd? Ja? Kommt, wir gehen zusammen auf die Buchstabenjagd. Kommt, Kinder, wir gehen zur ersten Station, zum Weltall. Kommt, wir hüpfen zusammen ins Weltall. Wir zählen von 5 bis 0 und dann hüpfen wir zusammen ins Weltall. Und los. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, hier sind wir. Wir sind im Weltall. Wow. Unsere erste Station, das Weltall. Hoffentlich finden wir hier unsere ersten Buchstaben. Kommt, wir gehen zusammen auf die Buchstabenjagd. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das A. A macht A. A, A, A. Oder ist ein Astronaut. A, A, Astronaut. Siehst du einen Buchstaben? Ah, da ist das A. A, A. Da ist ein Astronaut. Astronaut fängt mit A an. Astronaut. Wir haben schon einen Buchstaben gefunden. Das A. A macht A. Welcher Buchstabe kommt als nächstes? Als nächstes brauchen wir das B. Wie macht B? B macht B, B. Kommt, wir suchen das B. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das B. B macht B. B, B, B. Oder ist ein Besen. B, B, Besen. Siehst du einen Buchstaben? B, da ist ein B. B, B. Wow, guckt mal, da ist der Besen. Das ist ein Besen. Ein B, B, Besen. Besen fängt mit B an. B, Besen. Wow, ein richtiger Besen. Wow. Ich habe eine Idee. Komm, wir nehmen den Besen und fliegen mit dem Besen zur nächsten Station. Der Station Nummer 2, dem Campingplatz. Kommt, Kinder, wir fliegen mit dem Besen zur nächsten Station. Wow, ich bin noch nie mit einem Besen geflogen. Kommt, wir fliegen zusammen. Auf die Plätze. Fertig, hallo Freunde, hallo. Da ist sie schon. Kommt, wir landen. Hier sind wir jetzt bei der nächsten Station. Wow.
Wow! Das ist der Campingplatz. Wow, der Campingplatz ist so schön. Wow! Wow, das ist unsere zweite Station. Welchen Buchstaben brauchen wir als nächstes? Wir haben den Buchstaben A gefunden, B, und was kommt als nächstes? A, B, C. Wir brauchen den Buchstaben C. Wie macht C? C macht K, K, K. Siehst du hier etwas, das mit K anfängt? K, K. Camping. Camping fängt mit K, K an. Camping. Welcher Buchstabe kommt als nächstes? A, B, C, D. Als nächstes kommt der Buchstabe D. Wie macht D? D macht D, 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 D. Siehst du hier etwas, das mit D anfängt? Decke, da ist eine Decke. Kommt, Freunde, wir setzen uns auf die Decke. Komm, wir setzen uns auf die Decke. Ah, wie schön. Jetzt ist mir aber ein bisschen kalt. Es ist etwas kalt. Es wäre schön, wenn das Feuer an wäre. Dann wäre es mir etwas wärmer. Ah, wow! Was ist das? Was ist das? Das ist eine Elfe. Eine Elfe. Elfe? Mit welchem Buchstaben fängt das Wort Elfe an? Elfe. Elfe. Vorne hört es sich an wie Elefant oder Ente. Ente, Elfe. Das E. Eine Elfe fängt mit einem E an. Das ist der nächste Buchstabe, den wir brauchen. A, B, C, D, E. E wie Elfe. Oh, die Elfe hat unser Feuer angemacht. Ah, oh, jetzt ist es schön warm. Danke, Elfe, danke. Oh, jetzt ist es schön warm. Welchen Buchstaben brauchen wir als nächstes? A, B, C, D, E. F. Wir brauchen das F. Wie macht das F? F macht F, F, Siehst du hier etwas, das mit F anfängt? Feuer. Feuer fängt mit F an. Feuer. Wow. Wow. Jetzt haben wir alle Buchstaben in der Station 2 gefunden. Kommt, wir gehen zusammen zur nächsten Station. Kommt, Kinder, wir gehen zur nächsten Station, zur Station Nummer 3. Das Geisterhaus. Kommt, wir drehen uns zusammen zum Geisterhaus. Steh auf und wir drehen uns zusammen. Bist du bereit? Und los! Wow! Da ist ein Geisterhaus, ein richtiges Geisterhaus. Welche Buchstaben müssen wir hier finden? Welche Buchstaben haben wir schon gefunden? A, B, C, D, E, F. G. Als nächstes müssen wir den Buchstaben G finden. Wie macht G? G macht G, 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 G. Wie? Geisterhaus. Geisterhaus. Geisterhaus fängt mit G an. G.
Kommt, wir gehen ins Geisterhaus. Kommt, wir sagen dreimal zusammen Geisterhaus und dann sind wir im Geisterhaus. 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 Wir sind im Geisterhaus. Und guck mal da. Wer sitzt da? Wer ist das? Das ist eine Hexe. Eine Hexe. Hexe fängt mit H an. Hexe. Das ist der nächste Buchstabe, den wir brauchen. A, B, C, D, E, F, G, H. H macht Hexe. Aber guckt mal, die Hexe sieht ganz traurig aus. Die Hexe ist ganz traurig. Sollen wir die Hexe fragen, warum sie so traurig ist? Ja? Hallo, Hexe. Hallo. Hexe, warum bist du so traurig? Ich habe meinen Besen verloren. Die Hexe ist so traurig, weil sie ihren Besen verloren hat. Aber wir haben einen Besen gefunden. Sollen wir der Hexe den Besen geben, den wir gefunden haben? Ja, Hexe, wir haben einen Besen gefunden. Möchtest du den Besen, den wir gefunden haben? Ja, bitte. Kommt, wir geben der Hexe den Besen. Wir sagen dreimal B, B, Besen. Und dann kommt der Besen in unsere Hand. B, B, Besen. B, B, Besen. B, B, Besen. Hier ist der Besen. Hier, Hexe, hier hast du den Besen. Danke. Danke für den Besen. Tschüss, Hexe. Tschüss. Tschüss. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das I. I macht I. I, I, I. Oder ist ein Insekt. Ein I. Insekt. Siehst du einen Buchstaben? I, da ist ein I. I, I. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das J. J macht J. J, J, J. Oder ist ein Jacke. Je, je, Jacke. Siehst du einen Buchstaben? J, da ist ein J. Je, je. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das K. K macht K. K, K, K. Oder ist ein Kürbis. K, K, Kürbis. Siehst du einen Buchstaben? K, da ist ein K. K, K. Wow! Guckt euch den Kürbis an. Das ist ein K, K, Kürbis. Wir haben alle Buchstaben der dritten Station, dem Geisterhaus, gefunden. Komm, wir gehen zusammen zu unserer nächsten Station. Die Station Nummer 4. Das ist die Station Nummer 4. Wir gehen zum Labyrinth. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das L.
L macht Ö. Ö, Ö, Ö. Oder ist ein Labyrinth. Labyrinth. Siehst du einen Buchstaben? Da ist ein L. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das M. M macht M. M, M, M. Oder ist ein Monster. M, M, Monster. Siehst du einen Buchstaben? M, da ist ein M. M, M. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das N. N macht N. N, N, N. Oder ist Nebel. Nebel. Siehst du einen Buchstaben? N, da ist ein N. Oh, jetzt sind wir an der nächsten Station, am Piratenschiff. Kommt, wir suchen die nächsten Buchstaben. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das O. O macht O. O, O, O. Oder ist ein Oktopus. O, O, Oktopus. Siehst du einen Buchstaben? O, da ist ein O. O, O. Ein Oktopus, das ist ein Oktopus. Wie kann man noch zu einem Oktopus sagen? Krake. Ein Oktopus hat zwei Namen. Krake und Oktopus. Wie viele Arme hat ein Oktopus? Kommt, wir zählen sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 6, 7, 8. Ein Oktopus hat 8 Arme. Was würdest du mit so vielen Armen machen? Okay, jetzt haben wir den Buchstaben O gefunden. Welcher Buchstabe kommt als nächstes? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. P. Als nächstes kommt der Buchstabe P. Wie macht P? P macht P, P, P. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das P. P macht P, 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 P. Oder ist ein Pirat. P, P, Pirat. Siehst du einen Buchstaben? P, da ist ein P. P, P. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das Q. Q macht Qu. Qu, Qu. Oder ist eine Qualle. Qu, Qu, Qualle. Siehst du einen Buchstaben? Q, da ist ein Q. Qu, Qu. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das R. R macht R. R, R, R. Oder ist ein Rabe. R, R, Rabe. Siehst du einen Buchstaben?
da ist ein R. R, R. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das S. S macht S. Oder ist ein Seemann. Seemann. Siehst du einen Buchstaben? S, da ist ein S. Wir haben alle Buchstaben in dieser Station gefunden. Jetzt gehen wir zur letzten Station, dem gruseligen Teich. Kommt, Kinder, wir drehen uns zusammen zum gruseligen Teich. Und los! Wow, hier sind wir am gruseligen Teich. Es ist ein bisschen gruselig hier, findest du auch? Kommt, wir finden die letzten Buchstaben hier. Welchen Buchstaben brauchen wir als nächstes? Welchen Buchstaben haben wir als letztes gefunden? Den Buchstaben S. Was kommt nach S? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Der nächste Buchstabe ist der Buchstabe T. Wie macht T? T macht T, 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 T. Siehst du hier etwas, das mit T anfängt? Der Teich. Der Teich fängt mit T an. Teich. Was kommt nach T? Nach T kommt das U. Wie macht U? U macht U. Siehst du hier etwas, das mit U anfängt? Ein Uhu. Ein Uhu fängt mit U an. Ein Uhu hat den Namen Uhu, weil sich das Geräusch, das Uhu macht, so anhört wie Uhu. Kommt, wir tun so, als wären wir Uhus. Das hört sich an wie Uhu, richtig? Aber es gibt noch ein anderes Wort für Uhu. Was ist das andere Wort für Uhu? Eule. Das ist eine Eule. Welcher Buchstabe kommt als nächstes? Als nächstes kommt das V. Das V ist ein schwieriger Buchstabe. Das V macht zwei Geräusche. Einmal. Das sieht aus wie ein V. Seht ihr das? Zwei Geräusche. V. Sieht das nicht aus wie ein V? Das ist lustig. Okay, ein V macht zwei Geräusche. Das Geräusch wie Vogel und das Geräusch wie Vampir. Seht ihr etwas, das entweder mit oder mit anfängt? Ja? Wo? Oh, da ist ein Vampir. Ein Vampir. Aber ich bin mir sicher, das ist ein lieber Vampir. Der macht mir nichts. Und außerdem weiß ich, dass Vampire nicht echt sind. Du bist ja gar nicht echt. Und was siehst du hier noch, das mit W oder F anfangen könnte? Eine Vogel. Ein Vogel fängt mit F an. Ah, das ist ein schwieriger Buchstabe. Welcher Buchstabe kommt jetzt als nächstes? Kommt, wir gehen nochmal auf die Buchstabenjagd. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das W. W macht W. W, W, W. Oder ist ein Werwolf.
Werwolf. Siehst du einen Buchstaben? W, da ist ein W. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das X. X macht X. X, X, X. Oder ist ein Xylophon. X, X, Xylophon. Siehst du einen Buchstaben? X, da ist ein X. X, X. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das Y. Y macht J. J, J, J. Oder ist ein Jag. J, J, Jag. Siehst du einen Buchstaben? Y, da ist ein Y. Wir gehen auf Buchstabenjagd, um lesen zu lernen. Wir suchen das Z. Z macht Z. Z, Z, Z. Oder ist ein Zombie. Z, Z, Zombie. Siehst du einen Buchstaben? Z, da ist das Z. Wow, wir haben alle Buchstaben gefunden, die wir im Klassenzimmer verloren haben. Oh, ich bin so froh. Komm, wir hüpfen zusammen zurück ins Klassenzimmer. Ich zähle bis drei und dann hüpfen wir ins Klassenzimmer. Eins, zwei, drei. Wir sind zurück im Klassenzimmer. Und guckt mal. Alle Buchstaben sind wieder da. Danke, danke für eure Hilfe. Ich bin so froh, dass ich meine Buchstaben wieder habe. Danke. Und ich hoffe, dass ihr viel Spaß an Halloween habt. Aber nicht nur an Halloween, sondern auch beim Lesen lernen. Lesen macht so viel Spaß. Am Anfang ist es ziemlich schwer. Aber umso mehr ihr übt, umso besser werdet ihr. Und dann macht es richtig viel Spaß. Okay? Also, viel Spaß beim Lesen. Und bis dahin sagen wir, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.